Moin, hi. Na, alles gut hier? Super. Dreikampf, ne? Heißt ja so. Dachte ich mir, mach ich auch. Aber so in Kurzform. Ich werde mit einem Text beginnen. Und damit auch jeder im Raum weiß, dass ich mit einem Text beginne, werde ich ihn ablesen, damit da auch alles klar ist. Ja, machen den Zettel auf. Ja, dann fange ich mal an, ne? Um Jugendliche zu begeistern für Geschichte, habe ich sie einfach umgedichtet. Also nicht wundern, ich nehme Zeilen und Sätze aus unserer Zeit und versetze sie in vergangene Dekaden des 20. Jahrhunderts. Wer in den 30ern sagte, mein Speicher ist voll, war entweder Mitläufer oder hatte einer Familie schon Unterschlupf gewährt. Wer in den 40ern sagte, ich lade gerade, war entweder in einem Arbeitslager oder lag in einem Busch mit einem Gewehr. Wer in den 50ern sagte, ich lösche die Datei, hatte sich versprochen und meinte, ich lösche die Partei aus meiner Vergangenheit. Wer in den 60ern sagte, ich habe eine Firewall, kam entweder aus dem Westen Berlins oder aus dem Osten und war je nach Gesinnung gefangen oder frei. Wer in den 70ern sagte, ich brenne einen Rohling, war entweder Mitglied bei GSG 9 oder der Roten Armee-Fraktion. Wer in den 80ern sagte, ich drücke auf Senden, war jeweils Präsident einer Großmacht und meinte Atomwaffen mit Pilzexplosion. Wer in den 90ern sagte, der Empfang hier ist schlecht, war Ossi und meinte Wessis oder besaß tatsächlich eines der ersten Handys. Wer in den Nullerjahren sagte, ich schicke dir gleich eine E-Mail, ohne Betreff, aber mit PDF im Anhang, werd gleich damit anfangen, könnte eine Weile dauern, wie du weißt, denn bedauerlicherweise ist mein Modem nicht mehr das modernste Modell auf dem Markt, schönen Tag, der meinte das auch genauso. Jetzt mache ich Musik. Ja. Und damit auch jeder merkt, dass ich Musik mache, werde ich die Augen dabei schließen. Denn Musiker rufen sich ja dazu immer bereiten. Ne? Also erst wenn die Augen zu sind, sind die so richtig im Groove. Film mitgebracht. Damit jeder merkt, dass es ein Film ist, habe ich den Mikroständer zur Seite gelegt. Stört ja immer so ein Bild, so ein Ständer. Und bitte kein Ständergelächter. Ja? Ständergelächter ist wirklich passé. Und ja, es ist ein experimenteller Kurzfilm. Deswegen, also um ihn zu finanzieren, also wie bei allen Herzensangelegenheiten, musste ich einen Werbefilm drehen, den ich davor setzen muss. Und mit den Einnahmen vom Werbefilm finanziere ich dann den experimentellen Kurzfilm. Das heißt, erst der Werbefilm, dann der experimentelle Kurzfilm. Power Pictures präsentiert. Ich weiß auch nicht warum, aber meine Partys sahen nie so aus wie in der Alkoholwerbung. Es gab nie Menschen, die glücklich in Zeitlupe tanzten. Ich habe auch nie die schönste Frau des Abends abbekommen, nur weil ich das richtige Bier getrunken habe.
Es endete meistens so um 5 Uhr morgens über einem Rinnstein und ich versuchte, den sich langsam senkenden Spuckefaden zwischen die Gitter zu bekommen. Und in diesem Moment wurde mir klar, dieses Erbrechen ist eine geheime Botschaft an mich selbst, die es anders zu lesen, anders zu betonen galt. Und zwar ging es darum, es allen heimzuzahlen, die mich jemals angekotzt haben. Schnitt. Hey, Micha, weißt du noch damals in der 5. Klasse, als du mir die Freundin ausgespannt hast? Schnitt. Hä? Astrid, wer hat jetzt Höhenangst, Astrid? Hä? Wer hat jetzt Höhenangst, Astrid? Hä? Sag's schon, hä? Wer? Schnitt. Damals im Finale war kein Elfmeter, Herr Wieland! Schnitt. Tomasz Katuczynski ist der Erbrecher. Hoffentlich hat er kein Hühnchen mehr mit dir zu köpfen. Winzige Schrift, die so schnell weg ist, dass niemand sie lesen kann. Winzige Schrift, die so schnell weg ist, dass niemand sie lesen kann. Demnächst im Kino. Experimentelle Kurzwelle. Gib mir die Knarre. Glaub mir, wir können das anders lösen. Gib mir einfach die kleine Kreisel in der Mitte des Bildschirms. Kleiner Kreisel in der Mitte des Bildschirms. Kleiner Kreisel in der Mitte des Bildschirms. Knarre. Glaub mir, es gibt eine andere Lösung. Bitte. Gib mir einfach die kleine Kreisel in der Mitte des Bildschirms. Kleiner Kreisel in der Mitte des Bildschirms. Kleiner Kreisel in der Mitte des Bildschirms. Knarre. Nein, tu es nicht. Kleiner Kreisel in der Mitte des Bildschirms. Der kleine Mauszeiger wischt mehrmals durch das Gesicht und probiert unten links das Dreieck für Play, Play, Play. Und wie aus dem Nichts schiebt sich übers Gesicht eine Meldung aus Schrift: Video wurde nicht geladen. Der kleine Mauszeiger schwingt sich nach oben zum X und das Fenster erlischt. Schnitt. Man sieht einen Mann, er geht auf eine Party und schüttelt Hände. Schnitt. Man sieht eine Straße. Am Horizont sterbende Lichtreste schwelgen in den mickrigen Höhepunkten des Mittags, überlassen die Welt dem Dunkel und den welkgekrümmten Laternenblüten, die sich demütig vor der verflossenen Sonne über die Straße beugen und bedauernslos ihre Arbeit aufnehmen. Regen setzt ein. Schnitt. Man sieht den Mann auf der Party. Er trinkt ein Bier und stellt es auf einem kleinen Tisch ab. Neben den Salzstangen findet er ein Daumenkino und Schnitt. Man sieht die Frau, sie ist die Schönste auf der Party Blatt. Sie kommen ins Gespräch, sie sagt, sie heiße Kati Blatt. Menschen tanzen glücklich überall in Zeitlupe. Blatt, für immer will er hier bleiben, will die Zeitlupen. Blatt, sie gehen gemeinsam nach Hause zu ihr. Blatt, sie trinken immer weiter rote Weine und Bier. Blatt, sie will ihn küssen, erst darüber erfreut. Blatt, er schließt seine Augen, steht vornüber gebeugt. Schnitt. Und versucht, den sich langsam senkenden Spuckefaden zwischen die Gitter zu bekommen. Schnitt. Man sieht einen Baum. Ein belangloser Windstoß bringt dessen Blattwerk zum Erzittern. Eines davon löst sich und segelt in einer Spiralbewegung zu Boden auf den Busch darunter. Wahrscheinlich Holunder. Schnitt. Man sieht den Mann, er telefoniert mit einem Freund, rennt nach Hause, stolpert die Treppen hoch, reißt seine Tür auf, springt ins Schlafzimmer, reißt die Schublade auf, holt einen Revolver heraus. Er betrachtet ihn lange. Dann bringt er dessen Trommel in Rotation. Kleiner Kreisel in der Mitte des Bildschirms, kleiner Kreisel in der Mitte des Bildschirms, kleiner Kreisel in der Mitte des Bildschirms. Nein, tu es nicht. Der kleine Mauszeiger wischt mehrmals durch das Gesicht und probiert unten links das Dreieck für Play, Play, Play,
und wie aus dem Nichts schiebt sich übers Gesicht eine Meldung aus Schrift: Revolver wurde nicht geladen. Der kleine Mauszeiger schwingt sich nach oben zum X und das Fenster erlischt. Ende. Ihr Applaus, meine Damen und Herren, für unser wundervolles Feature Dalmor!